Hallo und herzlich willkommen bei Vedic Stars. Bei mir geht es heute um den Mond im dritten Haus und was diese Konstellation im Horoskop bedeutet. Das dritte Haus ist das Haus der Kommunikation, der kurzen Reisen. Es zeigt unsere Willenskraft, unsere Courage und unseren Mut an und repräsentiert Sport und Kunst. Menschen mit Mond im dritten Haus fühlen sich diesen Themen emotional verbunden und sie suchen hier auch Sicherheit. Das heißt, wenn sie emotional aufgewühlt oder unausgeglichen sind, dann suchen sie zum Beispiel permanent nach Informationen über ein Thema. Sie lesen viel darüber, sie fragen andere nach Meinungen und Informationen und tendieren auch dazu, diese dann weiterzugeben. Das heißt, wenn sie Stress haben, wenn sie aufgeregt sind, dann können sie extrem viel reden, auch sehr emotional dabei werden. Und man sollte das geduldig ertragen, weil das einfach ihr Weg ist, Stress zu reduzieren. Die Kommunikation ist ganz allgemein sehr emotional und diese Menschen können sehr gut über Themen kommunizieren, die mit Frauen oder Fürsorge und Bildung zu tun haben. Das heißt, sie können gute Journalisten für Frauenmagazine sein. Der Mond repräsentiert auch die Mutter. Das heißt, als Autor arbeiten, für Elternratgeber oder für Magazine mit Erziehungstipps. Sowas ist das Richtige für Sie, weil Sie hier einen guten Zugang zu den Themen haben. Auf der Arbeit schätzen es diese Menschen, wenn sich Kollegen und das Team regelmäßig zusammenfinden und man sich bespricht, also so eine kleine Familie im Prinzip bildet. Auch das wiederum vermittelt ihnen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit. Und das brauchen sie einfach, um sich wohlzufühlen, auch auf der Arbeit. Bei der Kommunikation gibt es aber ein kleines Problem. Und zwar ist das Haus der Kommunikation eigentlich der Bereich von Merkur. Und Merkur ist ein neutraler Planet, der sehr sachlich und faktenorientiert und objektiv agieren möchte. Der Mond wiederum ist aber der emotionale Planet, der mit Gefühlen umgeht, der sehr persönlich ist und der kennt keine Objektivität. Das heißt, alle Informationen und die ganze Kommunikation, die wird beim Mond im dritten Haus personalisiert. Und das hat zur Folge, dass man nicht nur emotional spricht, sondern auch Fakten, die ja in der Kommunikation enthalten sind, personalisiert werden und man andere Sichtweisen oder Fakten, die gegen die eigene Sichtweise sprechen, dann ausblendet und nicht weiter verarbeitet oder mit in die Kommunikation einbezieht. Also hier gibt es eine kleine Verzerrung. Das sind keine Menschen, die sehr objektiv kommunizieren können. Diese Menschen können auch mental in der Regel schwer abschalten. Alles, was an Informationen auf sie einprasselt, das verarbeiten sie sehr intensiv in ihrem Kopf und das beschäftigt sie auch sehr emotional. Und das verhindert, dass sie loslassen können, was ihnen an Informationen begegnet. Das kann für die Person selber mitunter zur Last werden. Das dritte Haus repräsentiert außerdem unsere Geschwister und zu den Geschwistern gibt es in der Regel eine sehr emotionale Bindung bei dieser Konstellation. Es kann aber auch Nachbarn oder Cousins und Cousinen betreffen. Das sechste Haus vom Mond zeigt oft an, wo wir im Leben emotionale Konflikte erfahren. Und in diesem Fall ist es dann das achte Haus, das Erbschaften repräsentiert, Geld vom Partner oder von anderen Menschen und Geheimnisse und Skandale. Es kann also im Leben dieser Menschen sein, dass sie Konflikte austragen müssen über den Umgang mit Geld oder über Erbschaften. Eventuell wird ihnen auch finanziell etwas verheimlicht oder unterschlagen. Und das ist meistens der Fall, wenn der Herrscher des zweiten Hauses
das zweite Dasha regiert, also das Bhukti. Man hat ja immer einen Hauptplaneten, der über ganz viele Jahre herrscht, und dann kommt immer noch ein weiterer Planet für eine kürzere Phase hinzu. Und der Planet der kürzeren Phase, der wird Bhukti genannt. Und wenn dies der Herrscher des zweiten Hauses ist, dann sind diese Probleme möglich mit dem Geld und mit Unterschlagung und Verheimlichung von Finanzen. Menschen mit Mond im dritten Haus bevorzugen kurze Trips vor langen Reisen und sie fühlen sich hier im Team sehr wohl. Also auch Gruppenreisen kommen für sie in Frage. Was das Thema Sport angeht, da haben sie eine Vorliebe für typische Frauensportarten, zum Beispiel Voltigieren oder Tanzen, Eiskunstlauf, solche Dinge, die sprechen sie da an und da sind sie auch gerne aktiv. Der Mond repräsentiert außerdem unsere Mutter und in der Regel war sie eine sehr redsame Person oder ist es noch, je nachdem wie alt man ist. Und sie könnte auch selbst in den Medien gearbeitet haben oder selber viele Medien konsumiert haben. Wenn ihr wissen wollt, wo euer Mond im Horoskop steht, geht auf meine Homepage. Dort gibt es einen kostenlosen Horoskoprechner www.vedic-stars.de. Und ansonsten freue ich mich über ein Like und ein Abo meines Kanals.